Moin, herzlich willkommen beim Tippweltmeister. Wir haben in den letzten Tagen extrem viele Anfragen bekommen. Mensch, Jungs, was tippt ihr aktuell? Was nimmt ihr in der Offseason quasi mit auf den Schein? Und wir wollen euch heute deswegen mal zeigen, was wir denn in der sogenannten Offseason wirklich machen, was wir so treiben. Ja? Gerade unsere Bonusspieler, die wir ein bisschen coachen, haben verhäuft Anfragen gestellt, was können sie denn noch tippen, was können sie mit auf den Schein nehmen, denen ist das aktuell zu wenig. Und wir wollen euch jetzt hier ganz kurz zeigen, was wir in der Offseason machen, wie wir mit unserem Budget umgehen und was wir so treiben. Also erstmal kleiner Hinweis, größten Teil unseres Budgets, ja, den verleben wir. Das heißt, wenn wir Geld gewonnen haben, ordentlich Kohle gemacht haben, dann lassen wir uns das auch eine Zeit lang gut gehen. Aktuell sind wir 2 Wochen jetzt hier oben an der Ostsee. Einmal, und ich zeige euch das mal. Ganz kurz. Und zwar, ja, das hier ist unser Häuschen. Das haben wir uns gemietet für 2 Wochen. Da lassen ich und die Jungs es uns gut gehen. Und ich habe so ein morgendliches Ritual. Es ist jetzt 5 Uhr. Und ich werde euch zeigen, was wir in der Offseason wirklich, wirklich treiben und was wir aktuell machen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe euch jetzt 50 Meter über die Düne mitgenommen. Und hier zeige ich euch gleich, wo wir uns jetzt die nächsten, eine Woche sind wir jetzt schon hier, also wo wir uns in Summe 2 Wochen rumtreiben. Warum zeige ich euch das Video? Und zwar möchte ich kurz nochmal erklären, gerade im Bonusbereich, wo wir die Leute so ein bisschen coachen auf Anfrage, kommt es häufig vor, dass wir jetzt massiv Anfragen haben, Mensch, wir brauchen mehr Scheine, wir wollen mehr zocken, wir wollen hohe auch Einsätze spielen und das in den exotischen Ligen. Und das ist Grund zu diesem Video. Wir wollen euch nämlich mitteilen, wie wir das machen in der Off-Season, also sozusagen Off-Season, der Zeit vor der Bundesliga, wo es meistens doch recht trocken zugeht und nicht so viel zu holen ist. Und zwar, wir machen das immer so, das Budget, was wir gewonnen haben, und in der Regel gehen wir aus jeder Runde mit einem ordentlichen Plus raus, mit dem leben wir, mit dem lassen wir es uns gut gehen. Ihr habt gerade gesehen, unser kleines Häuschen, das haben wir gemietet für Summe zwei Wochen, da bin ich jetzt mit den Jungs. Und in dieser Zeit sind wir wenig im Internet und zocken selber auch fast gar nicht. Ja? Und wenn, dann sind das eher so lockere Spaßtipps. Und wir spielen nicht mit hohen Einsätzen in dieser Zeit, sondern wir nutzen die Zeit, um einfach mal runterzukommen, zu entspannen und neuen Hunger zu sammeln. Das machen übrigens Pokerspieler auch extrem oft, dass die sagen, okay, für eine gewisse Zeit gehen die nicht an den Tisch, um einfach wieder hungrig zu sein, um richtig durchstarten zu können. Und genau das machen wir auch. Also wir sitzen hier, zeig euch das mal. Hier sitzen wir jetzt für 2 Wochen fest. Ja. Wie ihr seht, hier oben ist so gut wie nichts los. Gut, kann natürlich auch noch mit an der Uhrzeit liegen. Aber im Prinzip sieht es hier tagsüber aktuell auch nicht anders aus. Das ist hier ein ganz kleines, verträumtes Dörfchen. Und hier ist auch nichts zu reißen. Hier gibt es keine Party, hier gibt es gar nichts. Hier ziehen wir uns 2 Wochen lang immer zurück, entspannen ein bisschen. Eine Woche, bevor es dann wieder losgeht, lassen wir nochmal die Sau raus. Dieses Jahr geht es nach Kalaratjada, ein bisschen feiern. Und aber in der Zeit dazwischen machen wir nichts. Und genau das würden wir euch auch empfehlen. Behaltet das Geld, macht keinen Blödsinn. Wartet auf die großen Einsätze. Erst wieder spielen, wenn es wirklich losgeht mit der neuen Saison. Und ja, bis dahin wollen wir uns verabschieden an dieser Stelle. Hoffen, dass ihr unseren Rat ein bisschen zu Herzen nehmt und eure Einsätze somit zurückschraubt und auch eure Ansprüche, was das Zocken angeht. Und wir sehen uns dann zur Bundesliga mit Vollgas zurück. Macht's gut, bis dann, ciao.